Es wird nicht ruhig um den Verein Hertha BSC. Im Trainingslager in Österreich kam es in der Nacht von Sonntag auf Montag zu einem eher ungewöhnlichen Vorfall. Doch beginnen wir von Anfang an. Vor wenigen Wochen verkündeten die Berliner, dass sie den früheren Jugendspieler Marius Gersböck vom Karlsruher SC per Option zurückholten. Offenbar wurde mit ihm als neue Nummer 1 für die anstehende Zweitligasaison geplant. Das Besondere dabei, Marius Gersböck war früher Mitglied der Herthaner Führungsgruppe Harlekins Berlin, die seit nunmehr über 20 Jahren besteht. In einem kürzlichen Interview gab der Torhüter zudem bekannt, dass das für ihn keine Ultras, sondern Freunde seien, mit denen er aufgewachsen ist. Am vergangenen Sonntagabend entfernte sich Gersböck jedoch unerlaubt vom Teamhotel in Österreich. Offenbar wollte der Spieler mit einigen Freunden, die dem Umfeld der Harlekins zuzuordnen sind, in einer nahegelegenen Kneipe abhängen und entspannt den Abend ausklingen lassen. Eine kleine Abordnung der Fanszene reist bei so gut wie jedem Verein auch zu den Trainingslagern im Sommer oder Winter an. So kam es jedoch in der Nacht offenbar zu einer Meinungsverschiedenheit mit einer anderen Gruppe, bei welcher sich eine handfeste Auseinandersetzung zwischen Gersböck und einem 22-Jährigen entwickelte. Ob bei der Schlägerei Alkohol im Spiel war, ist bislang noch ungeklärt. Fakt ist aber, dass der 22-Jährige nach der körperlichen Auseinandersetzung mit Gersböck in ein örtliches Krankenhaus aufgrund seiner Verletzungen am Kopf transportiert werden musste. Die Schlägerei soll so intensiv gewesen sein, dass das Opfer mindestens einen Zahn verloren haben soll und einen Nasenbeinbruch erlitt. Nachdem die örtliche Polizei noch in der Nacht schnell vor Ort war, wurde Marius Gersböck am Morgen tatsächlich kurzzeitig in Gewahrsam genommen und auf eine Dienststelle verfrachtet. Nachdem sich der Verein Hertha BSC zunächst bedeckt hielt, gab er am gestrigen Abend dann die vorübergehende Suspendierung des Torhüters bekannt. Aufgrund der polizeilichen Ermittlungen gegen unseren Spieler Marius Gersböck haben wir uns entschieden, Marius bis auf Weiteres vom Mannschaftstraining zu suspendieren. Darüber hinaus hat er sich unerlaubt vom Teamhotel entfernt, gab Herrich in einer Pressemitteilung bekannt. Ob an der Auseinandersetzung Anhänger eines anderen, möglicherweise verfeindeten Vereines beteiligt waren, ist bislang ungeklärt. Für mehr solcher Videos abonniere doch einfach diesen Kanal.